Es herrschen mittlerweile katastrophale Zustände in Deutschland. Berlin und Frankfurt, nur zwei Großstädte, die als Negativbeispiel vorangehen. In diesem Video wird deutlich, wie sehr die Politik in Sachen Migration versagt hat. Ich glaube schon, also dass eine Grenze erreicht ist, ne? Dessen, was leistbar ist. Das Zulassen von zu viel, zu schnell, zu unkontrolliert, zu wenig bearbeitbar. Barbara Slowik, Polizeichefin der Stadt Berlin, findet klare Worte, wer Straftaten begeht und woher die Gewalt kommt. Denn diese Gewalt könnte uns irgendwann mal alle persönlich betreffen. Außerdem gibt René Wilke, ehemalig Die Linke, ausgetreten, weil er mit dem Kurs der Bundespartei schon länger nicht mehr einverstanden gewesen ist. Wie blauäugig und ideologisch verblendet die Bundesregierung und die Vorgängerregierung in die Asylpolitik eingetaucht sind. Unfassbar, dass uns solche Leute regieren konnten. Ich glaube schon, also dass eine Grenze erreicht ist, ne? Dessen, was leistbar ist. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, Gewalt in Berlin ist männlich, jung und nicht deutsch. Das war eine sehr pointierte Aussage, zu der ich aber nach wie vor stehe. Messerstraftaten in Berlin gesamt, nicht auf den Alex bezogen, werden in der Tat überwiegend von nicht-deutschen Tatverdächtigen verübt. Dabei sehen wir insbesondere syrische Geflüchtete, irakische, afghanische Geflüchtete durchaus in einer größeren Zahl. Unter der ehemaligen Flughafenbrücke häuft sich Müll. Über Hunderte von Metern. Flüchtlinge belagern das Ufer, vertreiben sich hier die Zeit außerhalb der Zeltstadt. In der Gegend häufen sich Ladendiebstähle, eine offene Drogenszene. Es gibt auch eine aktuelle Warnung, die von der Polizeipräsidentin in Berlin rausgegeben worden ist, dass für Juden und für Homosexuelle gewisse Quartiere nicht sicher wären in Berlin. Die Naivität am Anfang, ne? Zu glauben, es ist erstmal ein schöner Gedanke. Zu meinen, wir sind alle Menschen und das stimmt auch. Ja? Und haben alle denselben Wert. Und egal woher wer kommt, man bringt einander zusammen und dann wird das gut miteinander sein. Das war nicht bei allen, aber ich glaube schon in Teilen so die positive Grundannahme. Und die war falsch. Die war falsch. Es ist also davon auszugehen, dass dann jemand in ein anderes Land kommt und nach ein paar Wochen sich so weit angepasst hat, dass er sagt, ja, ich mache das jetzt alles so, wie die das hier machen. Das war eine Illusion, das war eine Naivität, die es gab, die letztlich dann auch mitverantwortlich war für das Zulassen von zu viel, zu schnell, zu unkontrolliert, zu wenig bearbeitbar. Und all das führt jetzt in einem Zustand, wo der Eindruck von Kontrollverlust und einer gewissen Willkür entsteht. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Zu viel, zu schnell, zu unkontrolliert kann ich nur zu 100% unterschreiben. Was auch zu unserem nächsten Beispiel führt. Ein 60-fach verurteilter Straftäter, natürlich nicht deutscher Staatsbürger, der von der Justiz gefangen wurde und vom Richter auf freien Fuß gesetzt wurde. Er sollte eigentlich abgeschoben werden. 2,5 Stunden warten. Dann die Entscheidung. Der Mann bleibt auf freiem Fuß. Seinen kleinen Kindern sei die Trennung von ihrem Vater für 2 Tage Abschiebegewahrsam nicht zuzumuten. Es ist sehr ärgerlich. Ne? Wir haben uns gefreut, dass wir ihn bekommen haben heute. Und jetzt ist er quasi wieder auf freiem Fuß. Und taucht ab. 2 Tage später geht der Abschiebeflug vom BER ohne ihn über Georgien nach Russland. Und das ist Irrsinn, aber wir machen trotzdem weiter, weil ab und an klappt es auch mal. An diesem Beispiel sieht man den Irrsinn der Asylpolitik in Deutschland in voller Blüte. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass der Abzuschiebende nicht abgeschoben werden konnte, weil er untergetaucht ist,
weil er auf freien Fuß gesetzt worden ist. Unfassbar, oder? Man könnte es so einfach, so schnell besser machen, aber das ist von der linksgrünen Bubble halt einfach nicht gewollt. Ja, es gibt hier einen super Vorschlag, hört mal rein. Also, weil das Problem ist, wir haben eine Polarisierung auf der politischen Seite. Die einen sagen alle, also es muss abgeschoben werden, nur die Zahlen zählen. Ja? Und die anderen sagen, niemand darf abgeschoben werden. Anstatt dass man sich mal überlegt, lass uns doch Abschiebungen für Straftäter und Integrationsverweigerer leicht machen. Ne? Aber dafür den anderen, die schon hier sind, zwar kein Asyl bekommen oder einen anderen Schutzstatus, aber gib denen eine Chance, vielleicht zu bleiben, wenn sie sich integrieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Idee hervorragend. Ja, also aus dem einfachen Grunde, weil Straftäter gehören abgeschoben, so sehe ich das auch, so sieht das auch die AfD, ja, die CDU ja auch, in Anführungszeichen, sie wird es zwar nie durchsetzen, aber sie sieht es halt so, Wahlkampf, ne? Und Leute, die sich nicht integrieren wollen, die fallen ja dann wieder unter den Aspekt Verweigerer und dementsprechend halt wieder leichter abzuschieben. Ich finde den Aspekt super. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr von der Aussage haltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, könnte ich zu 100% unterschreiben. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich bin Philipp von Politik im Fokus. Bis dann. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.